Ihr rückt weiter zu Mr. Doppelhorn und zum Altar. Vielleicht jetzt ein Bossfight. Das Schicksal entzweit uns nicht. Es eint uns. Das gefällt mir. Das Schicksal eint uns. Kommt auf meinen Wunschmandala. Glaubst du wirklich an sowas, Tina? Was? Nein, Leute, das ist bloß Fantasiekram. Aber ich schätze, das Schicksal hat uns vereint, damit wir gemeinsam spielen. Oder so. Keine Ahnung. Glanzvoll, Baby! Was? Was? Was ist jetzt passiert? Nichts? Bin ich hier fertig? Oh, Tunnel. Tunnel! So viel zugehört, dass mich das nur verwirrt hat, was sie geredet haben. Oh. Vielleicht schaffe ich es ja mal alle Gold Magic Bows zu finden. Ich finde auf jeden Fall die Überloot. Wow! Anscheinend ist die Spinnengrabbe nicht sehr vom Eis beeindruckt. Weißt du was? Wir gehen zurück verkaufen, oder? Wie weit ist die Map noch? Was sagt die Karte? Die Karte sagt noch weit. Let's go back selling stuff. Das könnte ich, hätte ich nicht in der Episode machen müssen. Aber wenn ich runtergesprungen wäre, hätte ich sowieso Story-Sachen verpasst. Na, du schreckst mich. Kann ich ihn streicheln? Ich habe ihn gefüttert. Das habe ich gemacht. Wee, sliding down. Nice. Weg hinauf wird länger. Kann man nicht runtersliden beim Raufgehen. Macht Sinn, oder? Macht Sinn. Teleportieren zum Anfang rüber hätte können. Who knows? It's too late now. We committed to running. Getting our cardio in. Unsere Ausdauer. Wir arbeiten an unserer Ausdauer gerade. Finde das Servenschwert. Das werden wir doch finden. Ah. Das ist ein ich komme zu dir. Ein bisschen Zeit am Weg zurück. Auch schön. Ich werde dich töten. Nein, ist nicht. Tut mir leid. Muss dich enttäuschen. Zu uns gehören. Bleib weg von mir, Fleischsack. Du bist so feucht. Wie geht's? Manchmal verwirren mich meine Zauber. Oh, ich habe gerade richtig Schaden genommen. Wo bist du hin? Ja, selbst Skelette können frieren. Oh, die Waffe ist so gut. Ich kann es nicht mitnehmen. Oh. Mein Leben ist nicht hoch. Wenn ich mich umbringe, wo spawn ich mit diesen Dingern? Das sollte ich schon wissen. Ich hab doch schon genug gespielt. Genug Borderlands. Kommt das SMG noch immer ein bisschen stärker vor. Muss ich wieder so eins finden. Das ist hier direkt neben dem Anfang. Wir holen es uns gleich wieder. Währenddessen gehen wir in Ruhe verkaufen und werden sicher nicht verfolgt von irgendwas gerade. Let's sell all the trash. Und jetzt da. Es gibt eine Menge Trash hier. Ich schmelze das in Zauberkomponenten ein. Wenn du dir sicher bist.
Alright. What we got? Ich hab sogar mein SMG verkauft. It's gone. Ah, es ist weg. Da lebt doch noch was. Ja. Ah, dafür kann ich jetzt Shotgun spielen. Ah. Ah, dieser zurückhalten. Hör auf, mach ich. Ah. Okay. Weiß nicht, wo ich gerade niesen muss. Wahrscheinlich einfach, weil ich müde bin. Ah, warum kommen Spiele immer zu Mitternacht raus? Ich würde lieber am Tag spielen, wo es hell ist. Und meine Augen nicht rot werden vom Zocken. Ich meine, von vielen Zocken werden sie sowieso rot. Ja, wenn ich mit Licht spiele, kommt mir vor, es ist noch härter. Und runter. Dann könnt ihr euch vordrängen. Ich helfe euch beim Vordrängen. Keine Sorge. Daneben! Hopp! Das war fett Schaden auf mir. Schlechte Loot, aber wir nehmen es mit. Wenn die Armee nachkommt. Du bist down. Tut mir leid, Junge. Nicht wirklich. Okay, wir sind wieder zurück. Nein, noch nicht ganz. Neue Punkte verfügbar. Da haben wir reingelevelt. Wirtsgefährte. Er purzt. Borderlands Humor. Muss man irgendwie. Er purzt dann. Cool. Dieser Borderlands-Humor. Oh, Schnuckerchen, du hast aufgeholt. Das wird dir nur nichts nützen. Dieses Lacher. Erdfallen. Ich hab sie gesehen. Ah, ist ja egal. Verdammt, Mr. Freeze. Tödlichst. Ab, der hat ihn fahren lassen. Böse Freundschaft. Wenn wir doch alle am liebsten. Ja. Der modrige Grabhügel ist voller Fäulnis und ekligem Totenzeug. Er hat schon wieder den Faden lassen. Der Gestank erfüllt die Luft und es ist einfach nur widerlich. Kotzt gleich!
Oh, quasi wie in Valentines Privatquartier. Stinkhausen. Da braucht man einmal selbstgemachten Ketchup-Wein. Ich werde dich töten. Ketchup-Wein? Naja, warum nicht? Du gewinnst niemals, Held! Der Skeleton, der ist gleich weg mit dem letzten Sniper-Schuss. Sei verflucht! Sei auf ihn! Nee, wir werden nicht verflucht sein. Das ist gut. Ich verflucht! Ja. Ich sehe die Loot da hinten. Richtig, sie? Eine goldene Kugel. Da ist sie. Der Kleine schreckt mich, wenn er zu mir teleportiert. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Ah, naja. Noch immer grün. Irgendwas violettes war's. Wahnsinn. Absicht, nein. Kann ich das anziehen? Mitnehmen? Ablegen, habe ich schon. Okay. Na, muss ich. Ui. Sonst noch irgendwo? Ich ist sonst noch irgendwo Loot? Ah ja. Hier ist sie. Kapazität, no. Feuer wieder. Wenn wir es schwierig getestet. Schaut nach Salben aus. Nein, gar nicht. Feuer SMG ist man immer gut. Wir waren normal immer auf ein paar Dessert. Und ich habe schon wieder Überloot. Überloot das Spiel. Typisch Borderlands. Was für Fallen. Du bist lustig! Zu schade, dass du und deine blöde Königin sterben werden, sobald der Dragon Lord das Schwert hat. Ah, ist okay. Oh, ein vermaledeiter Kunde. Das kann ich gebrauchen. Noch was für meine Schrottsammlung. Ach, was für eine Schönheit. Du weißt nicht, was du da hast. Ach. Meines. Gut, gib her. Tja, jetzt gehört es mir. Mein Sniper, das ist das andere SMG. Du weißt, wo du mich findest. Netter Automat, hält mir. Ich rieche Grüße. Eine Mission muss keine Einbahnstraße sein. Das ist jetzt aber. Bossfight Time! Oh! Uff. Wir sind bereit, oder? Wir sind bereit. Entschuldige mich. Dieses Mal töte sie so hart, dass sie nicht wieder aufsteht. Ich werde gleich abgetötet. Passt der das? Ja, das stimmt wieder alles. Okay. Abstand halten. Die stehen was zusammen. Ja, da ist der gute Feuerschaden. Wäre das nicht krass, wenn du das überleben würdest? Ich werde es überleben.
Fresse nur rum. Der muskulöse Körper von Zombos bricht zusammen und ihre königliche Hoheit taucht wieder auf. Gut. Ihre königliche Schönheit ist von eurem Mut und eurer totalen Weltesserigkeit beeindruckt. Sie gewährt euch Zugang zur heiligen Kammer, in der das Seelenschwert liegt. Ah, es wurde gestohlen. Es wurde gestohlen, wir wissen es doch. Vielleicht kriegen wir das Heldenschwert doch nicht. Oh, wer hat's gestohlen? Wer war's? Oh, auf. Juhu! Was? Wirklich? Oh, schön bin ich, Schnuckelchen! Allmächtiger Roboterpolizist! Kriegt man diese Zombicke denn gar nicht tot? Her mit dem Schwert! Du kannst ja nicht mal richtig damit umgehen. Es muss mit Seelenenergie aufgeladen werden. Und die gibt es nur von deiner geliebten Königin oder den Seelen von Lebenden. Mir fällt da spontan eine Seele ein, die absorbiert werden müsste. Oh. Was? Nein! Nicht so! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Das Seelenschwert scheppert auf dem Boden. In etwa so. Jetzt müsst ihr das Schwert zurück nach Brachwurf bringen. Ein Stadtportal öffnet sich. Ach, danke. Sehr praktisch. Und das geht alles gut? Wo ist das Chaos? Wo sind die Toten? Das war's doch nicht, oder? Das war's doch nicht. Da kommt doch noch was. Oh, ein Ladebildschirm, ein ewig langer. Sie sagt, dass ihr das Schwert zum Brunnen auf dem Zottelplatz bringen müsst. Lieber doppelt gezottelt als... ach, egal. Natürlich. Goldene Kisten. Oh, meine Augen brennen. Und rein damit. Als ihr das Schwert im Brunnen platziert, strömt ein Wirbel aus Seelenenergie hinaus in die Stadt. Sind gelöscht. Die Häuser können wieder aufgebaut werden. Die Menge jubelt euch zu. Wir lieben dich, Schicksalsbringer. Ja. Danke. Ich liebe mich auch. Nicht du. Arschgaul heißt euch dorthin zu sehen. Sie hat etwas Besonderes für euch. Hier ist das Tritt. Oh, ich muss es fangen. Wirklich? Was war das jetzt? Oh, wirklich ergreifend, wie ich so reglos an Ort und Stelle stehe. Hervorragende Leistung, Schicksalsbringer. Die Stadt ist wieder sicher, florierend und frei von Skeletten. Da die Belagerung nun beendet ist, möchtest du dich sicher mit unseren Annehmlichkeiten vertraut machen. Such zuerst die Schmiede auf. Oh. Die Augen von dem schauen noch schlimmer aus als meine. Oh, was ist Loot und was ist Schmieden dann? Was ist Loot und was ist Schmieden? Wer ist da? Ich sehe nichts, meine Augen sind voller Ruß. Die Leute sagen, ich sei ein Held. Izzy schickt mich. Oh, der Held von Prachthof. Ich habe noch nie einen Schicksalsbringer getroffen. Ach je, du brauchst eine bessere Ausrüstung. Also meine Waffen und Rüstungen sind per Exklusivvertrag mit der Krone für die Automaten bestimmt. Bin stolzer Bestandteil des vorindustriellen Militärapparats. Aber ich kann dir Erweiterungen für deine Tragekapazität verkaufen. Mehr Kugeln, mehr Beute, mehr Spaß. Hier, ein kostenloses Warenmuster geht aufs Haus. Jeder braucht Werkzeuge der Zerstörung. Ich kann mit der Nachfrage nicht mithalten. Oh, ich muss hier rüber. Pistole, Shotguns, das ist ein B-schwerer Sniper. Ja, es wird Rucksack. Es wird Rucksack. Kann ich noch eins reinsetzen? Oh, es wird mehr. Alles mein Geld kostet, aber es ist wert, normal für Rucksack.
Sniper. Alles mal ein bisschen. Und das war's mit meinem Geld. Passt. Gute Wahl! Während du dich hier in Prachthof umsiehst, solltest du unbedingt mit der reizenden Betreiberin der Limo-Taverne sprechen. Sie heißt Izzy. Niemand zappt wie sie. Limo. Verstehe. So, ein bisschen pervers. Wo ist Izzy? Da drüben. Das machen wir gleich. In der nächsten Folge, ziemlich sicher. Ja, nächste Folge. Peace out.